Der Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse, CDA Fink, hat sich dafür ausgesprochen, Partnerschaften zwischen Betrieben in der DDR und in der Bundesrepublik einzurichten. Fink äußerte sich zum Abschluss einer DDR-Reise. 3 Tage lang war eine Delegation der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA durch die DDR gereist. Zum ersten Mal. Immer wieder verschoben hatte es jetzt geklappt. Eine Betriebsbesichtigung, Besuch in Weimar, Dresden und heute als Höhepunkt politischer Informationsaustausch beim DDR-Gewerkschaftsbund FDGB. Westkameras sind ausdrücklich zugelassen, positive soziale Errungenschaften, schildert ein FDGB-Präsidiumsmitglied. Ich möchte betonen, dass zu den grundlegenden Bedingungen bei uns die Verwirklichung des Rechtes auf Arbeit gehört. Wir gewährleisten Vollbeschäftigung und der Begriff der Arbeitslosigkeit ist für uns ein historischer Begriff. Eine Diskussion über gesicherte, aber zu niedrige Renten folgte. Niedrige Mieten, kostenlose Kuren. Die Frauenfrage ohne Quotenregelung. Das Thema Grenze wurde nicht ausgelassen und die Tatsache, dass nicht alle Delegationsmitglieder einreisen durften. Die Bilanz angesichts der aktuellen Politik. Ja, das Verhältnis und die Situation ist schwierig und sie ist auch labil. Wir können nur daran interessiert sein, dass diese schwierige Entwicklung, die auch gleichzeitig auch einen Blick hinsichtlich dessen beinhaltet, was etwa Gorbatschow in der UdSSR macht, dass dieser Prozess vorankommt, jedenfalls was in unseren Kräften steht. Wir sollten versuchen, das zu unterstützen. Zum Schluss Besuch von Freunden. Fink trifft den Ostberliner Pfarrer Rainer Eppelmann und Mitglieder der Kirchenleitung. Bonns ständige Vertretung hatte die Zusammenkunft arrangiert. An diesen Besuchswünschen waren die früheren Reisepläne immer gescheitert.